Hallo zusammen, heute stelle ich euch einen Bereich der physikalischen Chemie vor. In meinem Video geht es über das sogenannte Enthalpieprofil. Im Verlauf des Videos stelle ich euch folgende Bereiche vor. Einmal, was ist Enthalpie überhaupt? Wenn das geklärt ist, erkläre ich das Enthalpieprofil, worauf ein Video zu einem praktischen Versuch folgt, bevor wir zur Theorie übergehen. Was ist Enthalpie überhaupt? Enthalpie, früher auch Wärmeinhalt genannt, ist die Summe aus der inneren Energie U und dem Produkt aus Druck und Volumen. Um dies in eine Formel zu schreiben, wäre es Delta H gleich U plus P mal V. Ich habe ein Beispiel gewählt, in diesem Fall Wasser, einmal in flüssiger Form, einmal in gasförmiger Form. Die spezifische Enthalpie von Wasser in flüssiger Form ist minus 286 Kilojoule pro Mol, die des Wasserdampfs minus 242 Kilojoule pro Mol. Enthalpie wird in der Einheit Joule angegeben. Nun kommen wir zum Enthalpieprofil. Das Enthalpieprofil veranschaulicht das Verhältnis der spezifischen Enthalpie eines Stoffes zu dessen Stoffmenge. Ich habe in diesem Fall erneut Wasser gewählt, um es zu verdeutlichen. Auf der rechten Seite sehen wir einen Graphen, wo auf der y-Achse sich einmal minus 286 Kilojoule und einmal minus 230 Kilojoule befinden. Wie schon eben erwähnt, sind die minus 286 Kilojoule die spezifische Enthalpie von H2O in flüssiger Form. Die minus 230 Kilojoule sind die von OH-. Daraus ergibt sich eine Differenz, sogenanntes Delta RxNH, was die Reaktionsenthalpie ist. Die Reaktionsenthalpie gibt die Änderung der Enthalpie im Verlauf einer Reaktion an. In unserem Fall ist Delta RxNH die Differenz zwischen der Enthalpie von H2O in flüssiger Form mit minus 286 Kilojoule und OH- mit minus 230 Kilojoule. Daraus ergibt sich eine Differenz von 55,8 Kilojoule, welche in diesem Fall auf 1 Mol bezogen ist. Kommen wir zum Versuchsaufbau. Hier sehen wir oben rechts das Display des Thermometers, oben links das Thermometer selbst, welches sich in einem Glasgefäß befindet. In dem Glasgefäß befindet sich 0,5 Kilogramm Wasser und ein Magnetrührer. Alles steht auf einer Magnetrührerplatte. Als nächstes kommen wir zu dem Video. In diesem Video werde ich 0,1 Kilo von NH3, sprich Ammoniak, hinzugeben, den Magnetrührer starten und die Zeitmessung für 20 Minuten starten. Wir werden eine Veränderung der Temperatur feststellen. Wenn wir das Video starten und die NH3 hinzugeben, sehen wir, dass in den ersten paar Minuten eine sehr starke Veränderung der Temperatur stattfand. Diese flacht aber im Verlauf der Zeit im Versuch ab und die Temperaturänderung ist nicht mehr so groß und pendelt sich nach etwa 20 Minuten bei 20,19 Grad ein. Nun kommen wir zu Beispielen. In diesem Beispiel habe ich wie aus meinem Versuch H2O und NH3 verwendet. Hiermit errechnen wir Delta Q, was die spezifische Wärmemenge ist, woraus wir die Energie, die das Ammoniak dem Wasser übergeben hat, herausfinden. Die Formel ist Delta Q gleich M mal C mal Delta T. Delta T ist unsere Wärmeveränderung, sprich unsere Temperaturveränderung. M ist die Masse in Kilogramm und C ist die spezifische Wärmekapazität unseres Stoffes. In diesem Fall von Wasser mit 4190 Joule mal pro Kilogramm pro Grad Kelvin. Geben wir dies alles in die Formel ein, bekommen wir eine Wärmemenge von 1508,4 Joule. Das bedeutet, unser NH3 hat diese Menge an Energie an unser Wasser abgegeben
und dies führte zu einer Wärmeveränderung von 0,72 Grad Celsius. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.